Das wird die AfD stärken, auf jeden Fall. Stärken oder sterben? Stärken. Stärken. Es war ein freudscher Verhörer von dir jetzt. Also jetzt quasi. Wenn wir nicht hier gezwungen wären, freitags immer aufzunehmen, könnten wir einfach einen ganz regulären Brennpunkt machen. Danke, Merkel. Danke, Herr Kleine. Danke, Herr Kämmerich. Herr Kämmerich auch, ja. Aber unter ihm ging es uns besser, oder? Uns ging es richtig gut. Unter ihm hatte ich immer... Ich hatte einen sehr erfolgreichen Stream unter seiner Führung. Siehst du? Ja? Sehr viele Spenden, sehr viele neue Follower. Danke, Herr Kämmerich. Ich habe kein Geld verloren in der Zeit, wo er MP war. Aber wie fandest du das, was der jetzt die letzte Woche wieder gerissen hat? Hardcore, echt hardcore. Damit hätte ich niemals gerechnet. Was genau er gerissen hat, das erfahrt ihr gleich. Das war der Cold Opener. Aloha, ein saftiges Aloha, möchte ich fast sagen, aus dem Internet, aus der Datenautobahn. Wir sind Tino Ranacher. Und Robin Nosterafu TV. Hallo, schönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind's, Brennpunkt Internet. Super geil. Wir senden aber aus der Vergangenheit. Wir haben euch letzte Woche schon vorgewarnt. Ich sitze gerade am Strand in Spanien. Nein, mache ich nicht. Bin natürlich nur produktiv die ganze Zeit. Ist halt wirklich so. Ich mache keinen Urlaub. Urlaub ist langweilig. Und deswegen können wir keinen regulären Brennpunkt machen. Darum haben wir heute unsere Orakel rausgeholt. Ja. Wir lesen aus unserem Teesatz. Wir lesen in unseren Händen. Wir lesen aus dem gesellschaftlichen Bodensatz. Und werden für euch die Woche predikten. Wir werden voraussagen. Beziehungsweise voraussagen, wie sie gewesen sein wird. Also wir sagen eine Voraussage für die Vergangenheit. Wir sind richtig gut. Wie ihr wisst, gibt es ja ganz viele Paralleluniversen. Mhm. Und in eine von denen dürfen wir jetzt reinschauen, ob das auch die ist, die stattfinden wird, ja, in der ihr lebt, wird sich zeigen. Natürlich machen wir nicht nur das, das wäre ja quatschig. Ja, wir reden auch über Themen, die sonst vielleicht ein bisschen untergehen, über die wir vielleicht noch mal ein bisschen länger reden wollen. Wir wollen ja auch nicht gespoilert haben werden. Genau. gespoilert worden werden haben sein. Könnten. Ja. Wir reden auch ein bisschen über uns, was uns so privat einfach vielleicht beschäftigt. Ja, schon. Wir reden vielleicht über das Reisen an sich, was ja, das kann man heutzutage gar nicht mehr so gut mit gutem Gewissen tun. Und das ist auch für mich ein Thema. Was, Berg? Ach, kann Thunberg. Thunberg. Oder wie Heroda sagt, Julia Reda. Oh, den mussten wir jetzt auch nochmal rausholen, ne? Ja. Wäre ich mal auf Julia Reda nach Spanien gefahren, da hätte ich einen weniger CO2-Verbrauch gehabt. Naja. Also das auf jeden Fall so ein bisschen der Plan für diesen Podcast. Wenn das euch gar nichts ist, na dann tut's mir leid. Nächste Woche sehen wir uns wieder in alter Stärke und in alter Informiertheit. Also so Viertelwissen ist dann mindestens wieder am Start. Die Woche, die nie passiert ist. Genau. Und Prognosen auch für die weitere Zukunft wollen wir ja machen. Für das Jahr, genau. Genau. Das haben wir letztes Jahr auch getan. Ich glaube, war das der nullte Podcast? Nee, ich glaube, der zweite oder dritte war gleich, oh, wir können nicht, da müssen wir irgendwie eine Voraussicht. Ich glaube, da hatten wir das Ähnliche. Da warst du eine Woche nicht da oder so. Oder, nee, ich wahrscheinlich auch. Nee, der nullte war doch die Findung. Der nullte war erstmal, genau. Und so, und was wir Thunberg wollen. Und das zweite war dann, dachte ich, die Prediction fürs Jahr. Aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, wir haben die notgedrungen gemacht, weil ich war ja auch letztes Jahr im Frühling mal weg. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt so der Plan, liebe Leute. Nächste Woche geht es ganz normal wieder weiter. Und jetzt steigen wir einfach ein, würde ich sagen. Robin, was beschäftigt dich denn derzeit eigentlich? So privat als die Robin-Privatperson. Also privat beschäftigt mich gerade tatsächlich die Kälte sehr. Ich merke es einfach. Jedes Jahr wird es schlimmer. Ich will nicht immer dieses Wetter haten. Aber es ist einfach so. Früher war alles besser. Früher war einfach besser. Ja. Früher war das Wetter noch kalt. Nein, eigentlich, das ist das einzige Gute am Klimawandel für mich persönlich, dass die Winter nicht mehr ganz so es kalt wird wärmer, sind. Ja. Aber trotzdem merke ich, wie es mir jedes Jahr mehr auf den Sack geht, einfach 3 Monate oder im schlimmsten Fall 5 Monate Kälte ertragen zu müssen. So. Und das merke ich einfach, da wir jetzt im Februar sind und wir auch schon einiges an Kälte hinter uns haben, ich merke es einfach, langsam reicht's. Es reicht. Und deswegen bin ich sowas von froh. Ich habe mich lange nicht so hart gefreut auf diesen Shit wie jetzt eine Woche Spanien. Keine Sorge, liebe Leute, ich liege nicht auf der faulen Haut. Ich gebe auch nicht viel Geld dafür aus. Was jetzt bei der Reise vielleicht nicht so geil ist, aber auch die Unterkunft ist 3,50 Euro pro Nacht. Das ist so großartig einfach. Nein, es ist einfach Airbnb, es ist eine ganz normale, geile Wohnung. Und da wir zu zweit sind, ist halt 7 Euro pro Nacht. So. Na, dicker Schimmel will ich sehen. Ich schicke dir Videos, es ist richtig gut. Wenn das ansatzweise so ist, wie es auf den Fotos aussieht, dann ist es einfach richtig gut. Ohne Spaß. Süß. Wir werden sehen. Aber ja,
die Kälte beschäftigt mich tatsächlich ein bisschen sehr. Meine professionelle Karriere beschäftigt mich vielleicht auch ein bisschen. Ich muss sagen, dieses Chatsplay-Ding, was ich da mir ausgedacht habe, das ist so geil. Es ist so geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Überhaupt läuft gerade Stream eigentlich auch ganz gut. Macht Spaß. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben jetzt so ein neues Format mit Imp angefangen. Ja, ich war für eine halbe Stunde, glaube ich, gegen Ende war ich mal drin. War auch hier erstmal Pilotausgabe. Mal schauen, wie das weitergeht. Wie sich rausstellt, waren die anderen jetzt nicht so begeistert davon, dass wir geschwollen reden in diesem Format. Es war super lustig. Ich finde es gerade geil, so zu reden. Und weil es halt auch das Format als solches einfach abgrenzt. Ja. Weißt du, es sind nicht einfach vier Leute, die halt reden miteinander, sondern man denkt sich was dabei. Ja, man schaut sich Asitoni an und versucht dann die Intention des Künstlers zu erahnen. Und auch was seine Geste auszudrücken hat, dass er seine Hände vors Gesicht, seine Hand neben das Gesicht hält, oberkörperfrei da liegt, was soll das aussagen? Es ist schon sehr witzig. Ich finde es sehr gut. Und es kann auch sein, wir haben das ja offen, dass wir auch mal durchrotieren und andere Leute dazu. Ich mach auch gerne mal für dich die Bühne frei, weißt du, wenn du da auch mal Lust drauf hast, wenn die anderen das immer noch sehen. Wenn ich Zeit habe, ja. Mal sehen. Das auf jeden Fall dazu. Ansonsten beschäftigt mich aktuell nicht so viel. Also klar, ich mache mir gerade so ein bisschen Plan, auch unter dem Aspekt Klimawandel und so. Das hatte ich mit dir da überhaupt mal drüber gesprochen? Wir hatten eine ganze Ausgabe davon, ja. Nee, ich meine über diesen einen Kommentar, der irgendwie prognostiziert hat in 10 Jahren. Doch, das ist mir geschickt und es war sehr viel. Und wir hatten auch darüber kurz gesprochen, nicht lange, aber kurz. So, und da macht man sich natürlich Gedanken. Nicht, dass ich jetzt hier in Alarmbereitschaft sofort verfalle, aber man überlegt sich so, was wäre, wenn in 10 Jahren die Gesellschaft komplett zusammengebrochen ist, weil einfach es exponentiell steigert? Was machst du dann? So, also echt Menschen geben, die auch keine Kinder in die Welt setzen wollen aufgrund dessen. Ne? Die haben Angst, dass in 10 Jahren die Welt einfach zerstört ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch weniger Angst, sondern halt dann dieses, willst du deinem Kind das bieten? So, willst du ein Kind da rein? Also das verstehe ich schon, den Ansatz. Ich glaube nicht, dass es in 10 Jahren schon so desaströs ist. Aber ich denke schon, dass wir große Veränderungen miterleben. Alleine wirklich, wenn Meeresspiegel steigt und so, das Holland ist wahrscheinlich ist unumgänglich. Venedig ist weg. Ja. Und wir bleiben übrig, wir Deutschen. So, und da ist die Frage natürlich, was macht man? Das beschäftigt mich so, im Hintergrund beschäftigt es mich schon. Auch einfach die Überlegung so, das, was ich auf Twitch mache, kann ich halt auch theoretisch mobil machen. Vielleicht mit einem Laptop oder so, weißt du? Natürlich auch Videos nebenbei machen, aber nicht ist jetzt nicht das große Problem. Mit so vielen Funklöchern wirst du in Deutschland ständig abbrechen. Nicht, ja. Nee. Aber du musst ja auch nicht die ganze Zeit live sein. So. Du kannst ja auch dann irgendwie dich auf WLAN im Ausland. Also die Überlegung ist einfach nur, was ist, wenn man einfach mal ein Jahr einfach mal losgeht mit Handy, vielleicht Laptop, um Videos irgendwie auch schneiden zu können. Laptop habe ich nicht, keine Ahnung. Also keinen Laptop, der in irgendeiner Form bereit ist, 4K-Videos zu schneiden oder auch HD-Videos. Muss man alles schauen. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Du musst ja auch deine Dinge hier regeln. Ja? Du hast ja noch deine Wohnung wahrscheinlich oder dein Ja, das könnte man eventuell einfach über Airbnb lösen oder einfach über Auszug oder erstmal irgendwie Zwischenmiete oder so. Also da gibt es ja auf jeden Fall Varianten. Also die Gedanken kommen erstmal danach. So, erstmal steht der Gedanke. Wenn du schon wieder so, hier bist, dann kommt erst die. Genau. Was wäre klug gewesen? Ja. Nein, ich meine, die Gedanken können danach kommen, wenn man erstmal den Entschluss fasst, ich hab da wirklich Bock drauf, das zu machen. So, und ich glaube, ich werde dieses Jahr nochmal, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, nochmal so ein paar Firmen anschreiben einfach und Hilfsorganisationen und solche. Rette den Robin. Nein, einfach, ich fände es nach wie vor geiler, wenn ich irgendwie zu einem SOS-Kinderdorf geleitet werde. Ja, und dafür ein Video mache, finde ich geiler, als wenn ich jetzt ohne irgendwie Sponsor losgehe. Aber da kann ja vielleicht dein bisheriger Content so ein bisschen im Weg stehen. Aufgrund des Humors kann es schon sein, dass sie dann sagen, so SOS Kinderdorf, naja, sie sagen ja manchmal schon Neger. Das können wir nicht machen, wir haben auch Negerkinder hier bei uns. Okay. Stelle ich mir zumindest so vor. Also ich kenne auch viele, die auch solche Dinge tun wollten, aber aufgrund halt ihrer Vergangenheit auch ich manchmal Dinge nicht tun kann, weil ich halt doch manchmal ein bisschen hart an der Grenze bin. Ja, und da ist zum Glück immer meine Lebensphilosophie gewesen, wenn irgendwie eine Person sagt, ich finde dich nicht gut aus dem und dem Grund, dann will ich auch für die nicht arbeiten. Also wenn ein Chef von mir sagen würde, ey, ich will dich ja nicht arbeiten lassen, wenn du nicht deine Piercings rausnimmst, dann will ich für diesen Chef halt auch nicht arbeiten. So, von daher würde mich das jetzt zum Beispiel nicht psychisch fertig machen. Und theoretisch, wie gesagt, natürlich müsste man schauen, ob auch Leute, die jetzt bei Patreon supporten, das auch gut fänden. Ja. Es kann natürlich da sein, dass dann weniger Videos kommen, aber eher vielleicht mehr, aber
Weiß ich nicht. Man müsste also ganz alleine das zu machen, ist halt auch schwierig, beziehungsweise nicht schwierig für Streams. Aber für Videos machen ist es schon schwieriger, weil da braucht man einen Kameramann. Ja. So. Deswegen, es ist erstmal nur eine theoretische Überlegung. So. Du nimmst dein Stativ mit und bewegst dich halt nicht. Ich hätte ja dann trotzdem halt Bock, so in Richtung Public Prank Compilation, so in diese Richtung Videos zu machen. Du müsstest ja dann vor Ort immer Leute irgendwie anheuern. Ja, das ist ja alles ungeil. Die klauen ja alle im Ausland, hört man doch immer. Stimmt. Ja. Da gibt es auch nur Ausländer. Das ist das Ekelhafteste im Ausland, ey. Wah. Aber kann ich mir bei dir gut vorstellen, dass du das einfach mal machst? Ja, weil, also zumindest beim Stream denke ich mir halt, okay, ob ich jetzt hier vor meinem Rechner sitze oder ob ich unterwegs bin mit Handy, muss man natürlich gucken, mit WLAN oder mit mobilen Daten. Aber da hatte ich auch schon mal so einen Laden angesprochen hier in Weimar. Da könnten die das vom Laden aus schon machen, dass ich quasi die Produktplatzierung für den Laden mache. Aber die mir davon dann 100 Gigabyte jeden Monat oder sowas geben und 100 Gigabyte oder halt auch mehr, keine Ahnung. Das war jetzt erstmal nur so als Idee im Raum. Und das ist schon eine Überlegung wert zumindest. So. Ja. Und das rumort gerade in deinem Kopf und du möchtest im das... Im Hinterkopf ein bisschen. Natürlich auch Stein des Anstoßes nochmal dieser Kommentar, wenn man sich denkt, okay, jetzt die nächsten... Es stimmt ja auch nicht. Ich bin ja viel unterwegs, so ist es ja nicht. Aber natürlich willst du nicht für den Fall, dass jetzt in 10 Jahren hier, ne, tote Hose, willst du nicht sagen, okay, die letzten 10 Jahre habe ich jetzt hier rumgesessen. Das wird natürlich eh nicht passieren, aber solche Sachen lösen solche anderen Sachen halt aus. Egal. Man kommt schon ins Grübeln, ne? wenn man solche Sachen liest, wie die Erde ist eher im Arsch. Und ich dachte ursprünglich, dass wir noch ewig hätten, ja, die Menschheit, weil die Sonne ja erst... Ich glaube, die Menschheit überlebt auf jeden Fall. Wenn auch irgendwie hart dezimiert, irgendwie auf 1% oder so, aber die sind halt relativ widerstandsfähig. Aber eine starke Veränderung wird stattfinden und es macht einen schon ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass wir zwei das erleben werden. Ich glaube nicht, dass wir zwei so krass Ausmaß miterleben werden. Ich denke eher, dass so in 300 Jahren es anfängt, so richtig krass schlimm zu werden. Meinst du? Dass es jetzt immer so ein bisschen immer wärmer wird und es werden irgendwelche Ufer und Stadtteile, die an Stränden sind, werden vermutlich weggeschwemmt werden und überschwemmt werden. Aber es wird alles sehr langsam passieren. Und da gibt es aber einige Prognosen, die anderes sagen. Und ja, meine ist auch anders jetzt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt eine exponentielle Steigerung einfach ist, weißt du? Und das sind ja so viele Faktoren, die kannst du gar nicht hundertprozentig berechnen. Nee, kann natürlich sein, dass es entspannter wird, als man es denkt, aber ich würde eher vom Schlimmeren ausgehen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Ja. Aber es ist ja jetzt auch gar nicht so, dass dann meine Entscheidung so wäre, nach mir die Sintflut. Man könnte das ja auch völlig so aufziehen, ey, guck mal. Ich gehe jetzt hier ein Jahr los oder vielleicht auch 5, keine Ahnung, so, weißt du? Ich habe ja auch neulich diese Bucketlist gemacht beim Stream. Ja, sehr spannend. Und in großen Klammern steht auf dieser Bucketlist natürlich als relativ utopisches Ziel, jedes Land der Welt einmal zu bereisen. Und wenn man einfach sagt, hier, guck mal, ich mache jetzt einfach mal, guck jetzt mal 1-2 Jahre, ich nehme einfach keine Grenze, ich gehe jetzt einfach mal los, guck, was passiert. So. Und aber mit der Prämisse, ich zeige euch, wie schön die Welt ist oder sowas, ja? Also ich glaube, die Frage kam ja auch auf bei deinem Stream, ob die Bucketlist abzuschließen ist. Das hat ja Herodes dann auch gefragt. Genau, und ich glaube, dass man es nicht muss. Ich glaube, so eine Bucketliste ist so ein bisschen wie man sagt, Ideale sind wie Sterne. Wir werden sie nie erreichen, aber man darf nicht aufhören, ihren Blick, seinen Kurs nach ihnen zu richten. Und... Wenn man eine Bucketlist kann ja auch einfach eine Motivation sein. Richtig. Für Dinge, so. Und auch wenn man nur die Hälfte schafft oder nur ein paar Punkte, das ist trotzdem, hast du Anreize und hast eine Motivation zu leben auch. Ja, ich sage auch, wenn ich jetzt irgendwie das wirklich aktiv angehen würde mit den Ländern, dann würde ich am Ende meines Lebens wahrscheinlich nicht sagen, oh, jetzt habe ich diese 50 Inselstaaten in Ozeanien nicht mitgenommen. Huch. So, da würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass das jetzt ganz schlimm ist. Du kannst nicht alles sehen auf der Welt. Insel ist Insel. Ist alles gleich, egal wo. Ja, ist alles eine Wichse. Ja, das aber zu mir, Tino. Was geht denn bei dir? Ach. Ja, nur beruflicher Wechsel derzeit und so beziehungstechnisch neue Entwicklungen und in anderen Projekten, die gerade so ein bisschen alles anlaufen sehr sind. Wie ein Politiker gesprochen hier gerade. Ja, ne? Wie einer, ja. Also du willst nichts Konkretes sagen gerade? Ich sag nichts Konkretes, okay. Aber also nicht jetzt, was zu privat ist, aber es ändert sich bei mir gerade sehr viel, auch in meinem Mindset.
Und dass ich überlege, was will ich anfangen mit meinem Leben? Ja, dieses ganze freier Schauspieler-Ding sein ist ganz witzig, aber ich stoße an meine Grenzen irgendwie. Das System hat dich gebrochen, Tino. Es bricht mich derzeit, aber ich bin sehr wacker. Und ich überlege tatsächlich einfach, das lockerer anzusehen. Ich habe immer viel erzwingen wollen. Ich gehe zu jedem fucking Casting und mache hier und das. Aber ich glaube, wenn ich es entspannter angehen lasse und ich einfach die Projekte mitnehme, die ich mitnehmen kann, dann bin ich auch glücklich, glaube ich. Und ich werde eh kein Schauspielstudium mehr machen können, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. So schlimm ist das da? Du wirst da mit 26 nicht mehr genommen. Aber wer in Hollywood hat denn ein Schauspielstudium hinter sich, Tino? Bin ich in Hollywood? Christoph Waltz ein Schauspielstudium gemacht? Weiß der wurde auch erst mit 50 oder so entdeckt. Ja, weiß ich gar nicht. Aber Hollywood ist was anderes. Da ist es ja ist klar, es so, ja. Da wirst du ja nach Aussehen gecastet. Dann kriegst du ja erst vorm Dreh Schauspielunterricht. So. Und in Deutschland ist es halt schon sehr streng, dass dich viele Agenturen gar nicht erst angucken, wenn die wissen, dass du keine Ausbildung hast. Hm. Ist im Film nicht so existenziell krass, aber auch sehr, sehr streng. Aber was ist denn die Sache, die dich dabei irgendwie gerade vielleicht demotiviert oder runterzieht oder was auch immer, wie du es nennen möchtest? Ja, also mein Eindruck zum Beispiel ist, dass du wahrscheinlich mit deiner Sache einiges mehr an Geld verdienst als ich. So, und du hast ja dann trotzdem noch diese feste Sache. Schon. Du hast ja trotzdem noch die feste Sache, die du arbeitest. Hm. Also kann es ja jetzt wahrscheinlich eher nicht sein, dass du Geldprobleme hast. Nee, es und da ist es ja kein Problem, es einfach nebenher trotzdem zu tun. Nee, es sind ja diese beiden Möglichkeiten. Ich höre immer wieder, dass Leute alles auf dieses Pferd gesetzt haben, ja. Auf ich werde jetzt Schauspieler, ich werde jetzt Rockstar, sonst was. Haben alles abgebrochen, sind nach Berlin gezogen, sonst wohin. Und haben da einfach jeden Tag nichts anderes gemacht, als zu Castings zu gehen, Fotos zu machen, von sich Agenturen zu besuchen, vorzusprechen. Haben es dann irgendwann geschafft. Mhm. Aber ich habe gerade diese Sicherheit. Und ich muss ja, auch wenn meine Arbeitsstelle sehr locker ist und ich auch viel Gleitzeit habe und ich wenige Arbeits... Das ist witzig, weil du hast was mit AIDS da zu tun auf deiner Arbeit. Richtig. Gleitzeit. Und ja, ich mache Sexualberatung und sexuelle Gesundheit. Praktische Sexualberatung? Oder? Sehr praktisch. Okay. Ich veranschauliche es sehr praktisch. Aber trotzdem bin ich eingeschränkt. So, und ich kann halt nicht dann irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt immer verfügbar im ganzen Juli oder so, sondern ich müsste mir immer frei nehmen. Das ist auch eine gewisse Hürde. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Hapern. Schmeiße ich alles hin, wenn mein Chef gerade zuhört, nein, das mache ich nicht. oder zweitens ziehe ich es einfach mal so durch, wenigstens für 2 Jahre erstmal zu arbeiten und projektweise zu arbeiten und zu gucken und dann nochmal einen Cut zu machen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich nochmal auf die Barrikaden und versuche alles. Oder ob ich es halt sofort mache, weil man wird ja auch alt langsam. Ich merke ja auch, jetzt bin ich 26. Quatsch. Naja, es ist noch kein Alter, aber um im Schauspielbusiness oder um eine Ausbildung zu bekommen in der Richtung, ist es schon lange zu spät tatsächlich. Oder ist es fast schon zu spät. Und da ich ja schon ein Studium gemacht habe, was BAföG gefördert war, kann ich nicht nochmal eins machen, was BAföG gefördert ist. Und gerade Schauspieler, so ein Studiengang, da kannst du nicht nebenher arbeiten. Das funktioniert nicht. Das ist einfach, du bist so an deinen Grenzen, zeitlich auch und körperlich, dass du es nicht hinbekommst. Das ist gerade so ein bisschen mein Struggle, den ich derzeit habe. Also, lieber Robian. Da sehe ich schon raus, wenn du sagst, für dich ist das Argument, dass du gerade die Sicherheit hast, dass das System dich gebrochen hat, Tino. Wirklich. Ja, es bricht mich jeden Tag. Es bricht einen ja jeden Tag. Also der Punkt ist einfach nur, ich würde an deiner Stelle, ich sehe nicht alles, was du siehst, natürlich, ne? Aber von dem, was ich weiß, würde ich in dieser Position sagen, solange ich nicht irgendwie drohe, aus meiner Wohnung zu fliegen, weil ich nichts bezahlen kann, würde ich das einfach weitermachen, was ich gerne mache. Ja. So. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber wenn du halt mit einem Dreh irgendwie vielleicht mal mehrere Tausend oder so bekommen hast, dann sollte das ja auch erstmal ein bisschen halten. Vielleicht hast du auch Rücklagen, keine Ahnung. Natürlich ist das schon irgendwie mit dem Risiko verbunden, aber ich glaube, auch du bist in der Position wie ich, dass ich zumindest sage, wenn ich denn jetzt wirklich gar kein Geld mehr hätte, aus der Wohnung fliegen würde. Ich würde vermutlich erstmal, dadurch, dass ich einfach viele Leute kenne, jemanden kennen, der mich aufnimmt. So, dann bin ich vielleicht mal ein paar Tage bei dem, dann ein paar Tage bei anderen oder so, bis ich halt irgendwie wieder Fuß gefasst habe. Dann gehe ich halt irgendwie an der Kasse arbeiten oder so, weißt du, um erstmal wieder irgendwie Geld zu bekommen. Sollte das denn jetzt passieren? Das ist so ein bisschen so mein Optimismus so. Ich sag halt einfach, irgendwie wird das in jedem Fall. Selbst wenn ich auf der Straße leben würde, würde ich mich jetzt
Das sage ich gerne. Ich bin immer zu intelligent für Depressionen, sage ich immer. Aber ich würde halt, wenn ich auf der Straße wäre, stufe ich mich intelligenter ein als den herkömmlichen Penner. Mhm. So. Schon alleine, wenn ich mir überlege, wie viele Leute da am Kölner Dom sind und da auf den Stufen sitzen, wenn ich da hingehe als Aktionskünstler-Penner, ja, und sage, ey, sag mir irgendwas, ich mache hier irgendwas, ich gehe irgendwie zu fremden Leuten und sag denen komische Dinge für 5 Euro oder weißt du, irgend sowas. Ist was halt kein Penner macht. Eine Visitenkarte so. Genau. Aktionskünstler / Penner. Ja, genau. So, einfach nur das. Oder da ich. Also ich rede jetzt erstmal jetzt von jetzt. Ich habe zwar hier meine Lungen und so Probleme, aber also ich bin ja relativ sportlich, ja. Also so ein kleinen Mundraub hier und da würde ich bestimmt auch davon rennen können. Ich meine jetzt nur, im schlimmsten Fall sehe ich jetzt gerade nicht, dass es ganz eskaliert. Wenn es natürlich so ist, dann ist das so. Das ist das Risiko, was ich eingehe. Aber dafür habe ich auch die letzten 8 Jahre jetzt schon nice gelebt. So. Also natürlich immer an der Armutsgrenze, aber zum Glück ist das für mich kein Thema so. Aber muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal bedanken bei den ganzen Leuten. Okay, Patreon mache ich erst seit, ich glaube, 2017, ist jetzt noch nicht so lange. Davor war ja YouTube und so und Erspartes. Aber danke auf jeden Fall nochmal an der Stelle für den Support, der das möglich macht. Auch in meinem Namen. Ja, schön. Ja, das auf jeden Fall, aber auf dich gemünzt halt. Du kennst ja auch viele Leute. Du wirst vermutlich, selbst wenn du auf der Straße landen solltest oder drohst auf der Straße zu landen, nicht auf der Straße landen. Ich könnte bei meinen Eltern pennen oder bei meinem Großvater so. Das ist nicht das Ding, aber dieses langfristige, ja. Ich weiß, dass ich im Sterbebett mal nicht sagen will, ich hab's nicht versucht. Das auch, aber jetzt gerade fühlt es sich halt richtig schon gut an, einen festen Job zu haben und Geld zu verdienen, mehr als ich eigentlich gerade brauche. Aber ich merke dann doch, dass ich eingeschränkt bin, so künstlerisch. Und ich kann nicht mehr, wie jetzt bis vor einem Jahr noch, spontan mir 2 Wochen frei nehmen, wo ich halt nur echt einen Minijob hatte und wo ich noch weniger gearbeitet hatte, wo ich noch eingeschrieben war. Aber jetzt, wo ich nicht mehr eingeschrieben bin an der Uni, muss ich ja viel mehr Geld bezahlen für Steuern und für Versicherungen und so ein Kack, weshalb mir so ein Minijob halt nicht mehr ausreicht. So ein ganz kleiner Minijob, der mich halt freier macht. Das ist gerade so mein Struggle, den ich für mich so ein bisschen gerade lösen muss. Aber prinzipiell muss ich sagen, es ist gerade Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich hab halt eine coole WG gerade. Ich habe ein Zimmer, was nicht groß ist, aber wofür ich auch nicht viel Geld bezahlen muss, was aber völlig ausreicht. Ich verdiene gutes Geld. Ich, wie gesagt, andere Dinge, die sich gerade in eine schöne Richtung entwickeln. Aber ich stelle mir halt gerade die Frage der Zukunft so ein bisschen. Obwohl ich erst 26 bin. Das ist noch sehr, sehr früh dafür eigentlich. Aber gerade die jungen Jahre, wir sind ja beide ungefähr gleich alt. Gerade wir sind ja jetzt in einer Situation, wo wir die Grundmauern legen für unsere Zukunft. Ja, come on. So ein bisschen. Also ich sehe es gerade zum Beispiel nicht als sonderlich sinnvoll, mir Gedanken über meine Rente zu machen. Das ist so ungewiss. Und gerade unter dem Aspekt, vielleicht in 30 Jahren ist halt wirklich einfach hier, was auch immer, ein Sturm nach dem nächsten und es ist alles anders und ist dieses ganze Geld vielleicht einfach weg. Tausende Inflation. 2008 war doch erst das letzte Mal, dass hier wirklich die Börse komplett zusammengebrochen ist. Also, ja, mal schauen. Tino, ich weiß es doch auch nicht. Mach doch einfach mal ein Jahr irgendwie. Oder versuch's mal, das kriegst du ja gar nicht hin. So, wenn du mal zum Beispiel jetzt einen Monat einfach nur deiner Arbeit nachgehst, ich glaube, dann fängst du halt schon an, dich zu langweilen in dem Sinne. Wenn du dich zwingst, gar nichts Kreative sozusagen zu machen. Nee, deswegen wollte ich auch diesen Job haben, weil ich halt so wenig Stunden habe, aber halt viel verdiene und ich trotzdem halt noch Theater spielen kann und andere Sachen machen kann. Dafür war es mir ja wichtig. Ja, in dem Fall würde ich halt wahrscheinlich an dem Punkt sagen, dann mache ich das jetzt ein Jahr und spare aber übelst hart Geld und dann habe ich danach wieder einen Sicherheitspuffer, um halt wieder zu machen, was ich will. Ja, macht schon Sinn. Weil in dem einen Jahr wird wahrscheinlich keine Inflation passieren. Ja, außer der Brexit reißt jetzt ganz Europa in die Krise, das weiß ich natürlich nicht. Das ist ja erstmal ein Jahr Karenzzeit so ein bisschen. Ja. Naja. Jedenfalls dies. Das zu uns beiden, was uns persönlich gerade sehr stark bewegt, das haben wir jetzt die erste halbe Stunde. Private Einblicke hier. Gab es ja noch nie in dieser Form. Wenn ihr noch mehr haben wollt, dann könnt ihr euch für 20 Euro einen Brennpunkt-Hörerwunsch kaufen. Und auch unter dem Namen Privates. Dann geben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Preis von uns privat. Ja, sehr gerne.
Ja, ich würde den Bogen gleich mal spannen, weil wir ja übers Reisen jetzt schon gesprochen haben, dadurch, dass ich das mache. Und ich habe es ja im Vorgespräch kurz angekündigt. Ich fliege jetzt auch mit dem Flieger. Und das kann man natürlich heutzutage nicht mehr so gut mit reinem Gewissen machen. How dare you? Meine Ansicht oder meine Rechtfertigung, sagen wir es so, meine Rechtfertigung ist ja, der Flieger fliegt auf jeden Fall, auch wenn ich nicht drin sitze. Das ist so ein bisschen meine Rechtfertigung. Meine zweite Rechtfertigung ist, dass ich seit 15 Jahren einen so geringen, wie sagt man, CO2-Fußabdruck habe. Das ist meine Rechtfertigung, ja. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie was anderes auch überlegen, längerfristig. Ich habe jetzt nicht Bock, irgendwie, wenn ich nächsten Winter zum Beispiel, wenn es wirklich immer schlimmer wird, mein Hass vorm Winter oder vor Kälte, da kann ich nicht irgendwie, gut, dann werde ich halt im Dezember in zwei Länder fliegen, im Januar in drei Länder und im Februar nochmal in eins. So. Hm. Das sehe ich halt nicht, weil das wäre wirklich uncool. Hm. Aber vielleicht gibt es irgendwie eine Variante, so ein 3 Monate Aufenthalt irgendwo. Vielleicht mache ich es einfach, wenn es nächstes Jahr, also dieses Jahr kälter wird, vielleicht gehe ich dann einfach langsam los in wärmere Gefilde. Wir werden sehen. So ein Flug würde sich ja erst recht lohnen, wenn du halt länger auch da bleibst. Ja. Tatsächlich. So, das war jetzt aber hier in dem Fall ist es ein Sonderfall, weil ich mit Friedrich fahre, mit dem ich ja, den kenne ich ja seit er 5 ist, jetzt ist er 19. Und mein Ex-Kollege quasi, wir haben ja ganz kurz gemeinsam gearbeitet, Friedrich und ich. Ah ja, stimmt, der war da ja auch. Ja. Sehr witzig. Und mit dem fliege ich, und der ist natürlich darauf angewiesen, in Ferien zu fliegen, weil der gerade noch Berufsschule macht. Mhm. Und in diesem Zeitraum jetzt sind Ferien und deswegen können wir nur da. Ansonsten, ne? Oder auch jetzt, weil wir noch überlegen, ob wir nochmal eine Public Prank Compilation vielleicht in Athen machen. Mhm. Dann kriegst du es einfach nicht hin mit einem Kalle, mit einem Dion, mit Franz, mit Herodes, mit mir, dass diese 5 Leute oder noch mehr, dass die einfach alle gleichzeitig Zeit haben und dann auch noch irgendwie dahin zu pilgern oder Roadtrip zu machen. Das funktioniert halt nicht mit Leuten, die arbeiten müssen. Weil das System sie gebrochen hat. Ja, das ist halt, was sehr schade darin ist. So, und da ist dann eigentlich die einzige Möglichkeit, also wenn es bei sowas wie Athen ist, hinzufliegen oder mit dem Auto zu fahren, was wir jetzt auch, keiner von uns hat ein Auto. Mhm. Und dann dauert es halt auch irgendwie 2 Tage, bis du da bist. Mhm. Also es ist alles nicht so geil, ist auch noch nicht fest, weil vorher muss ich ja auch noch operiert werden. Das ist auch jetzt halbwegs fest, ich glaube 5. März, Geburtstag meiner Mutter ist da, also so in dem Zeitraum werde ich dann operiert, 3. März ist Vorsprechen. Und ja, was machen wir da jetzt, ne? Muss ich mich schlecht fühlen, du sagst nein? Ich glaube nicht, wie du schon sagst, ja, ich meine, du isst kein Fleisch, du fährst kein Auto, du fliegst nicht jeden Tag. Ich habe mir das halt wirklich ausgerechnet mal, ja, gibt es ja einige Rechner und ich hatte so wenig. Und ja, dazu auch. Kommt noch, ja, bei der Fluggesellschaft, bei der ich gebucht habe, kann man, genau wie bei Flixbus, das CO2 kompensieren. Und angeblich waren das 76 Cent. Ich habe das gemacht. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist ja auch bei Flixbus schon irgendwie 50 Cent oder so, was ich auch immer mache. Ich weiß halt echt nicht, inwiefern das da wirklich reinspielt. Ich mache es halt einfach, das tut mir nicht weiter weh, obwohl ich so ein Sparfuchs bin eigentlich. So, 76 Cent habe ich jetzt erfolgreich kompensiert. Super. Als wärst du gar nicht geflogen. Als wäre ich nicht geflogen. Wenn alle in diesem Flieger diese 70 Cent bezahlen, dann ist der Flug quasi gar nicht existent. Ja. Ich verstehe absolut den Ansatz, dass man sagt, dass das völlig ignorant ist, wenn ich sage, der Flieger fliegt sowieso, auch wenn ich nicht drin sitze. Ja, wie zu sagen, ich kann ja Fleisch essen, weil das Tier eh stirbt. Ja, so. Ist auch immer so ein Argument. Bei Fleisch ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Bei dem Flieger müssen halt 200 Leute sagen, ich esse das jetzt nicht. Wenn eine Person sagt, ich esse jetzt kein Fleisch, ist vielleicht schon ein Steak weniger, weißt du? Aber der Flieger wird erst bei 200 Leuten weniger. Aber dann kauft ein anderer dann quasi dieses Steak. Ja, vermutlich. Aber klar, wenn über Nacht alle sagen würden, wir wollen nicht mehr fliegen, dann würde dieser Flieger nicht gehen. Das ist absolut klar. Ich bin auch der Erste, der dafür ist, wenn jetzt gesagt wird, dann machen wir halt Fliegen jetzt super teuer, dann ist das sehr schade. Aber dann sage ich, ja, mach das auf jeden Fall, weil das sorgt dafür, dass es einfach günstige Alternativen geben muss. Genau. So, aber solange es das nicht gibt, ist keiner in der Not, sich da was zu überlegen. Zeppeline zum Beispiel. Zum Beispiel Zeppeline. Der Zeppelin soll nach Japan. Gehen. Soll gut gehen. Was ist denn mit der Hindenburg? Das ist eine Mal, ja. Macht's allen kaputt. Ja, aber vielleicht ist das eine Variante, dass ich dann irgendwie, wenn es hier in Deutschland dann wieder kalt wird, weil wenn es in Deutschland warm ist, finde ich es ja echt geil. So. Ja. Ich finde es auch in Weimar richtig angenehm, wenn es warm ist und so. Das stört mich nicht. Aber
Da sehe ich den Robin jeden Tag hier am Theater, wie er rumskatet, da freue ich mich immer. Ach, da ist der Robin wieder, er winkt mir zu und dann, ja. Schön. Naja, ich auf jeden Fall Spanien, ich bin in Alicante, was relativ weit südlich ist, fast Alicante? Bei Gibraltar. Hm. Und ich werde Skating Assassin 2 filmen. Habe ich richtig Bock drauf. Alter. Also ich hab so Bock auf Skaten. Cosplay quasi auf dem Skateboard. Ist natürlich kein Prank-Video, liebe Leute, aber das kam sehr gut an, das letzte. Von daher wird sich wahrscheinlich keiner beschweren, wenn ich da einen zweiten Teil von mache. Ich habe sehr viel Bock. Natürlich wird es auch Prank-Content geben. Ich werde einen neuen Dancer machen. Und eine etwas andere Sache. Da gibt es ein Musikvideo und das werde ich in der Öffentlichkeit nachstellen, sozusagen. Da habe ich richtig Bock drauf. Man darf sehr gespannt sein. Das ist nämlich auch ein Lied von einer meiner Lieblingsbands. Und das heißt, im besten Fall kommen 3 vollwertige Hauptkanal-Videos dabei rum in dieser einen Woche da. Und dann wird sich das schon lohnen. Wie gesagt, ich würde niemals jetzt nach Spanien fliegen, um da einfach nur Urlaub zu machen. Weil es irgendwie auch so langweilig ist. Keine Ahnung, nichts zu tun. Finde ich auch eher langweilig. Ich will auch mal irgendwie was sehen und was machen dann vor Ort, wenn ich irgendwo bin. Das einzige Mal, dass ich mich wirklich touristisch gefühlt habe, war in Japan. Dass ich mir dann wirklich so, auch so, oh, da gehst du jetzt mal auf den Tokyo Tower hoch. Kostet 6 €, würdest du niemals bezahlen eigentlich. Nee, eigentlich nicht, nee. Aber komm, da warst du halt mal auf dem Tokyo Tower und hast es dir mal angeguckt. So, habe ich mich schon gefreut. Das zahlst du ja auch für den Fernsehturm, ne? Oder noch mehr sogar. Kann sein. Auch Eiffelturm wäre ich wahrscheinlich nie hochgegangen, wenn nicht die Möglichkeit gewesen wäre, da oben halt was für ein Video zu filmen, was wir ja letztendlich gemacht haben. Eine Motivation zum Reisen. So, könnt ihr ja mal in den Kommentaren sagen, wie ihr dazu steht. Oder nee, vielleicht ist es die falsche Plattform. Ich sollte vielleicht auf Twitch das mal anfragen. Wie stehen die Zuschauer dazu? Weil ich kann ja mein revolutionäres Format Chats Play dann nicht weitermachen, wenn ich unterwegs bin. Oder vielleicht mit Laptop könnte es gehen. Könnte sein, muss aber Hochleistungsrechner dann sein. Du machst halt eine Pause vom Chats Play. Dann ist was Besonderes, aber weißt so, du? Weißt du, irgendwie 1. November oder so. Oder 1. Dezember. Einfach mal los. Roadtrip. Über die Weihnachtszeit? Ja. Weihnachten ist mir nicht so viel wert. Nee, das finde ich auch gut. Also im Zweifel könnte ich auch erst im Januar starten, aber es ist halt ungeil, Roadtrip zu starten, während es schon kalt ist. Eigentlich willst du ja vor der Kälte fliehen. Ist jetzt erstmal nur Gespinne, liebe Leute. Je nachdem, wo du hingehst. Wenn du jetzt in Spanien einen Roadtrip machst. Ich würde wahrscheinlich nie nach Spanien gehen, weil Spanien war ich jetzt echt schon. Ich war in Barcelona, ich war auf Mallorca und jetzt Alicante. Das reicht dann auch. Ich war auch in Portugal schon. Also in diesen ganzen Zipfel da unten muss ich nicht unbedingt nochmal rein. Und Alaska? Alaska? Das ist ja kalt. Aber das so eine Brain-Compilation wäre auch witzig. Ja, auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, das wäre ja mein utopisches Ziel. Jede Hauptstadt der Welt ein so ein Video. Wow. Das wäre richtig geil. Da fehlen aber noch einige. Haben wir erst 6, 7, 8 oder so. Ist noch dran, ja. Ja, klar. Mach da mal einen Prank, das wäre sehr witzig. Kim Prank. Ja, das auf jeden Fall als grobe Idee. Mal schauen, was da kommt. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich ich werde sehr glücklich wiederkommen. Und sehr erholt. Und obwohl sehr braun. Obwohl ich keinen Urlaub mache. Das ist auch so eine Sache. Wissen, also im Flugzeug darf man ja im Gepäck, was im Flieger ist, keine Flüssigkeiten haben, ne? Das heißt, ich kann auch keine Sonnencreme mitnehmen. Ich bin noch nie mehr in meinem Leben geflogen, tatsächlich. Noch nie? Alter, Tino, Bucketlist. Hat sich nie ergeben, tatsächlich. Bucketlist. Nur auf die Schnauze bin ich geflogen, aber sonst noch nie. Ich glaube, du darfst zu einem gewissen Grad schon Flüssigkeit mitnehmen, aber nur sehr wenig, glaube ich. Aber ansonsten quasi im richtigen Gepäck. Da darfst du ja. Ja, das habe ich ja nicht. Deswegen fliege ich ja sehr billig. Dann kaufst du eben dann vor Ort Sonnencreme. Auch meinen Aufenthalt, da habe ich ja erzählt, 3,50 Euro. Ich mache Fotos. Auch, dass die Leute jetzt vielleicht nicht hören, irgendwie, was? Ich supporte den hier bei Patreon und der macht sich einen dicken Lenz. So ist es halt gar nicht. Du tust was für das Geld. Es ist halt unfassbar. Damals, als wir in Rom waren, dieser ganze Trip, ja, also Reise und Unterkunft, hat halt weniger gekostet als Gamescom-Tickets für 3 Leute. So. Unfassbar, ne? Es war auch so eine, ich hatte auch super Glück. Das war halt neben dem Vatikan direkt und 50% Rabatt bei einer Sache, die eh schon billig war, aber trotzdem übelst hochwertig. So. Ich glaube, da hatten wir auch irgendwo mal Bilder gepostet. War halt alles pink, war ein bisschen komisch, aber scheißegal. Das ist ja echt der Raum an sich war halt super, super geil. So. Und ein schönes Video letztendlich. Ja. Diese mehrere. In Rom sind 4 Videos entstanden. 2 Annoying Dancers, dann Assassin's Creed Real Life und die Public Prank Compilation. Also, euer Geld ist nicht verschwendet. Ich mache das schon alles clever. Wenn ich eins bin, dann Sparfuchs. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich an guter Unterhaltung spare.
Sparfuchs Robin Nosterafu. Ja. TV. Ist halt wirklich so. Wenn du das 10 Jahre lang machst, bist du auch einfach drauf geeicht und dann macht dir das auch Spaß irgendwo. Du hast ja mal gesagt, dass du voll drauf abfährst, so auf diese billigen Angebote. Runtergesetzt, ja. Runtergesetzt. Es ist nicht so, mache ich natürlich auch, aber es ist nicht so, dass ich nur den räudigsten Dreck kaufe. Zum Beispiel jetzt irgendwie 5-Minuten-Terrine ist auch öfter mal im Angebot, was sich auch satt macht für eine Mahlzeit. Und kannst du dann für 50 Cent kaufen. Aber das mache ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu räudig. Da ist ja auch nichts drin, so nährstoffartig. So. Ja, klar. Nicht viel. Es kann dich schon sättigen, aber ich würde mich jetzt nicht von 5-Minuten-Terrine ernähren wollen. Es ist eher so ein Snack, oder? 5-Minuten-Terrine. Das ist doch eher sowas, wie wenn du abends jetzt vor dem Rechner sitzt, vor Netflix, ja, noch ein Hüngerchen hast. Ein Hüngerchen, aber es kann schon sättigen. Da ist ja auch jeder Scheiß drin, der dir dann das Gefühl vermittelt, dass du gerade was gegessen hast. Genau, das Gefühl zumindest. Ums Gefühl geht es ja eigentlich. Ja, aber weißt du, wenn ich zum Beispiel sehe, ach, die Salatgurke kostet heute 49 Cent statt 1,50 Euro, da freue ich mich. So. Na, wer nicht, mach ich auch. Da gönnt man sich mal eine Salatgurke. Ich auch ganz gerne mal in dieses komische Käseregal oder dieses Molkereiregal, wo dann die Sachen runtergesetzt sind. Irgendwelche komischen Humus und Milches und Käses und so. Da gönne ich mir auch manchmal so ein Käse, wenn da runter. Ich esse ja an sich vegan bei mir zu Hause, aber wenn da so ein Käse ist für 10 Cent, so Babybel oder so, dann nehme ich die auch mal mit. Ja, da bin ich gerade die letzte Zeit noch am Trainieren, dieses am Datum sein, weil die Sachen sind ja auch gerne mal runtergesetzt. Ja, genau. Die Salatgurke ist ja nicht am Datum, es ist mehr so Aktion in dem Fall. Ja. Aber da trainiere ich mich auch noch hin. So, bei Ei kann ich das nicht. Wenn ein Ei am Datum ist, da dreht sich mir alles rum. Ja. Aber sonst so, ja, Schokolade zum Beispiel, Alter. Abgelaufene Schokolade, was ist das denn bitte? Die wird doch nicht schlecht. Naja, sie verliert so ein bisschen an Qualität, aber. Ja, sie verliert, aber also wenn die einen Tag drüber ist, wirst du keinen Unterschied merken. Nee, nicht wirklich. Naja, das auf jeden Fall zum Sparfuchs sein. Wollen wir noch ganz kurz über die Woche reden, was passiert ist? Ach, was heißt ganz kurz? Wir haben nur noch 24 Minuten. Ah ja. Ja. Ja, ungefähr. Ungefähr. Gut. Was ist passiert? Also, ja, die Entwicklungen in Thüringen sind ja enorm. Jetzt gab es eine Neuwahl und. Also, wir reden jetzt über die Woche vom 8.9. bis 7 Tage später. Was weiß ich. Ja, muss ich gerade erstmal überlegen. Also, die vergangene Woche, über die reden wir jetzt. Also, ihr seid jetzt am Sonntag quasi. Wir reden über die vergangene Woche, die wir noch gar nicht erlebt haben. Das heißt, wir schauen in ein Paralleluniversum und gucken, was hätte passieren können. Vielleicht ist das hier relevant. Ich kriege gerade eine Eilmeldung hier rein. Oh. Vorwürfe gegen Kemmerich, Rücktritt nicht eingereicht. Oh. Ja, also wir werden sehen. Würdest du sagen, wenn ich aus dem Urlaub, es ist kein Urlaub, aus meiner Geschäftsreise zurück bin, würdest du sagen, Kemmerich ist dann noch Ministerpräsident? Nein, ich sage, dass die CDU Rammel Bodolo toleriert und ihn wählt. So schnell jetzt schon? Ich glaube schon, dass es passieren wird. Okay. Kommende Woche. Oder was denkst du? Ich sag mal, das fände ich tatsächlich eine schöne Lösung. Glaube aber, dass das im Volk nicht so gut ankommt. Zumindest in den Leuten in der Richtung, wo es halt nicht gut ankommen könnte. Klar, dass Linke sich jetzt nicht beschweren würden. Also die letzten 5 Jahre war es auch gut. So. Ja, also ich habe nichts, aber ich lebe jetzt auch nicht so, also ich nehme nicht in der Form an der Gesellschaft teil, dass ich jetzt groß merke, wenn da irgendwie eine Landesregierung da irgendeine Entscheidung trifft. Ja, man merkt es auch nicht immer direkt, tatsächlich. So, tja, was ist denn die letzten 5 Jahre so schlimm gewesen an Thüringen? Also dass man die rot-rot-grüne Regierung ab. Aber jetzt versuch's mal objektiv. Es ist nicht alles gelungen, glaube ich. Tatsächlich. Es gab auch Sachen, die ich nicht verstanden habe, die passiert sind. Aber zum Beispiel gab es eine schöne Grafik, wo sie sämtliche Schuldenberge der letzten Jahrzehnte von Thüringen aufschlüsselten. Und die CDU hat immer mehr Minus gemacht und immer mehr Schulden gemacht. Und die Linke hat zum ersten Mal geschafft, Schulden abzubauen. Okay. Für Thüringen zum ersten Mal. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, was viele an der linken Regierung sehr, sehr gut fanden. Zum Beispiel. Haben wir denn in Thüringen ein besonders großes Maß an Flüchtlingen gehabt? Wir haben viel aufgenommen, ja, tatsächlich. Und es wurde ja auch vom Land und vom Bund auch finanziert. Die Kommunen mussten da, glaube ich, gar nicht so viel bezahlen, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe. Haben wir davon so viel mitbekommen? Naja, man sieht halt schon jetzt mehr Leute, die nicht deutsch aussehen auf der Straße.
Man sieht ja Leute, die man nicht sehen will. Also ich habe es nur mitbekommen, jetzt eigentlich gar nicht so. Ich bin ja viel in der Stadt unterwegs, wegen Film und so. Und vielleicht letztes Jahr noch ein bisschen, aber das Jahr davor eher, dass die sich halt sehr viel hier auf dem Goetheplatz getummelt haben. Genau. So, aber das ist jetzt halt auch gar nicht mehr gefühlt. Es ist weniger geworden. Ich glaube auch 50%. Und was heißt getummelt? Das sind dann halt 10 Leute, die das Jahr davor nicht da waren. Also eben. Das ist jetzt auch... Weimar ist ja eine Kultur oder eine Touristenstadt, wo du eh ständig Menschen aus nicht von Deutschland siehst und du gar nicht mehr sagen kannst, wer ist jetzt eigentlich geflüchtet und wer ist jetzt einfach nur Tourist. Und ich habe auch gelesen, dass 50% fast aller geflüchteten Leute einen Job haben oder eine Ausbildung inzwischen. So bundesweit. Also es gibt wohl eine gute Entwicklung und es kann auch daran liegen, dass du halt, oder das ist kein Grund dafür sein, dass du weniger siehst, meine ich, weniger Flüchtlinge auf der Straße, dass sie jetzt arbeiten müssen. Aber tatsächlich kriegen wir nichts mit davon, von der Flüchtlingsgeschichte, so im Alltag. Ja, nicht wirklich. Also ich habe halt viele kennengelernt, weil ich ja halt auch mit denen gearbeitet habe am Theater und durfte viele kennenlernen. Auch die Bank weg, eigentlich nur coole Leute. Also ich habe jetzt keinen erlebt, der irgendwie jetzt frauenfeindlich war, homophob oder judenfeindlich. Also ich muss sagen, ich hatte bestimmt so zu 30, 40 geflüchteten Leuten, vor allem Männer, Kontakt in den letzten seit der Flüchtlingskrise. Und da war eigentlich nicht einer dabei, der mich irgendwie enttäuscht hat, wo ich dachte, okay, das ist also der, vor dem gewarnt wird. Die gibt es auch. Ich weiß durch Hörensagen, dass es auch Geflüchtete gab, die mit dem Alter geschummelt haben, die sich jünger gemacht haben, um hier bleiben zu dürfen. Ich weiß, dass auch Flüchtlinge Frauen nicht die Hand geben wollen aufgrund ihrer Kultur. Weiß ich, ist auch nicht gut. Aber ich habe solche nicht kennengelernt in Weimar, solche Geflüchteten. Die ich kennengelernt habe, das sind sogar auch Atheisten dabei, die gar nicht gläubig sind, die den Islam sogar kritisieren. Und die Muslime, die ich getroffen habe, sind sehr liberal. Also es sind gar nicht mal die strengen Muslimischen, die jetzt hier sind. Ich glaube, viele, die flüchten, das sind ja gerade die, die ja flüchten vor den radikalen Islamisten in ihren Heimatländern. Das sind ja nicht nur Syrer, das sind ja auch Afghanen und Marokkaner, die jetzt keinen Krieg haben unbedingt, aber die trotzdem eine scheiß Regierung dort haben in ihren Heimatländern. Aber Tino, die kommen hierher aus Tunesien und Marokko, wo wir Deutsche zum Urlaub hinfahren. Das ist der Unterschied. Wir machen da Urlaub und die müssen da halt leben. Das ist halt viel schlimmer. Die Touristen werden natürlich gut behandelt dort, ja, aber wenn du da lebst, also ich weiß von einem, der aus Marokko kommt und der hat irgendwie keinen Bock darauf, vielleicht die erste Freundin, die er hat, zu heiraten sofort und dass du da den Diktator nicht kritisieren darfst oder den König, den die da haben. Und das ist schon ein scheiß Leben und er meint, er hat sich bewusst für Europa entschieden, weil er hier in einer liberalen Gesellschaft leben will. Ja, und das ist ja auch immer mein Argument, aber selbst wenn es immer heißt, oh, das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, man das selbst nicht machen, wenn man weiß, ich kann irgendwo hingehen und ein besseres Leben führen. Ich werde kämpfen für mein Land, wenn Krieg wäre. Gibt es bestimmt ein paar von mir aus, dürfte ja auch gerne machen, aber ich glaube, der Großteil, also welcher Mensch würde denn nicht so handeln, dass er irgendwie ein besseres Leben hat? So. Ich erinnere nur mal an die vielen geflüchteten jungen Männer damals, die aus der DDR in die Prager Botschaft geflüchtet sind. Und die DDR war ja jetzt auch nicht, dass die jetzt um ihr Leben fürchten mussten. Das waren auch Wirtschaftsflüchtlinge sozusagen. Und das ist immer berechtigt, finde ich. Wenn du weißt, mir geht's besser in Deutschland oder in Frankreich oder Schweden, dann will ich da auch hin. Also wenn es mir richtig dreckig geht. Kann ich völlig nachvollziehen. Jetzt sind wir ein wenig abgeschwurfelt. Du sagst, dass Bodo Ramelow quasi wieder Ministerpräsident ist, wenn ich zurückkomme. Ich glaube schon. Okay. Also, wenn ich mir die Alternativen bedenke, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich das begrüße. Und eine weitere Sache ist, habe ich jetzt extra nochmal rausgegoogelt, es war jetzt in Iowa die Vorwahl, der Caucus. Und am 11. Februar ist direkt in New Hampshire, im nächsten Bundesstaat, eine Wahl. Diesmal das machen ein Primary. So abklappernd, ja. Okay. Also es gibt dann irgendwie, ich glaube im Mai oder so gibt es eine, da haben so 10 Staaten an einem Tag. Das ist quasi ein großer Schwall. Aber jetzt erstmal nur so vereinzelt. Und New Hampshire, und ich muss halt jetzt einfach callen, dass Bernie auch da gewinnt. Ja. Ich sage aber, das haben wir gar nicht erwähnt, Joe Biden, der ja angeblich immer der Frontrunner war, ja, der größte Kontrahent, der hat nur einen vierten Platz gemacht in Iowa. Das ist halt schon hart.
Der hat teilweise hat er nur 2-3 Leute da für sich gehabt bei diesen Turnhallenwahlen. Aber nur in Iowa. Nur in Iowa erstmal, aber das sendet natürlich kein gutes Signal. Deswegen ist Iowa ja so wichtig. Weißt du, wenn die ganzen Joe Biden-Supporter jetzt sehen, ach du Scheiße, der ist auf dem 4. Platz. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Joe Biden-Supporter eher zu Pete gehen. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, Bernie Sanders gewinnt New Hampshire. Das beeinflusst ja auch total, dass du ja weißt, dass die in Iowa so abgestimmt haben. Dann ja. Gehst du ja erst recht zur Wahl oder gehst erst recht nicht zur Wahl. Also ich finde dieses Wahlsystem, ich finde es schon gut in Deutschland, dass man erst nach dem Schließen der Wahllokale Prognosen veröffentlichen darf. Ja. Weil sonst wirst du ja beeinflusst, wie du manchmal in deinen Streams, wenn du beeinflusst. Ich beeinflusse nie. Das ist Fake News. Naja. Ja, also ich glaube, dass Joe Biden jetzt vielleicht höher sein wird in New Hampshire. Ich sag mal, er wird den 2. Platz schaffen, weil Pete da vielleicht nicht so durchstartet. Ich gebe Joe Biden den 3. Platz. Pete auf den 2. Und Elizabeth Warren, das call ich jetzt einfach mal, wird sehr abfallen. Weil die teilen sich so ein bisschen die Voter, Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Und ich glaube, da ist es noch am ehesten so, dass die Warren-Supporter sagen, okay, naja, wenn Bernie jetzt so weit vorne ist vor ihr, dann supporte ich lieber ihn, weil es realistischer ist. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Warren wird abfallen. Ich muss sagen, ich wünsche mir auch Bernie Sanders. Da hast du mich ja indoktriniert, was ihn angeht. Aber auch mit Recht. Ich habe mich auch reingefuchst. Aber ich glaube nicht, dass er es wird am Ende. Am Ende, meinst du? Ich befürchte. Du sagst, Trump wird es wieder. Ich calle erstens, dass Trump wieder gewählt wird, tatsächlich. Das ist meine Vermutung. Meine Meinung. Ich hoffte, es wäre Bernie Sanders, aber ich glaube, für die Demokraten geht dieser, ich kenne ja mit Namen alle nicht, aber ich habe einen gesehen, der ziemlich populär war. War das der Asiate? Andrew Yang, der hat eine laute Minderheit auf jeden Fall hinter sich. Der ist auch echt ein geiler Typ, aber der wird es auf jeden Fall nicht. Ich habe genau das gelesen, dass er eine laute Minderheit hat, also viele ihn sehr, also die Yang-Gang. Wenige ihn sehr stark supporten. Ja. Und damit erreichen wollen, dass alle denken, er wäre beliebt und er wird dadurch noch beliebter. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Demokraten eine Chance haben. Der Trump, die Amis lieben den. Also es gibt einen Punkt, an dem das passieren kann. Denn das Establishment, auch das demokratische Establishment, hat halt absolut keinen Bock auf Bernie Sanders. So, und wenn die da, genau wie ich hier im letzten Brennpunkt gesagt habe in Deutschland, wenn die da keine Einigung zeigen, sondern ihn jetzt wirklich sabotieren wollen, wie es auch 2016 schon passiert ist, da war er eigentlich mehr der Favorit als Hillary, aber das DNC, also das überliegende, die demokratische Einrichtung quasi im Land, hat sich quasi für Hillary entschieden und Hillary hat verloren. So. Und Joe Biden ist jetzt zum Beispiel Hillary in männlich, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich da auch nicht so viel Chance. Andrew Yang hätte auf jeden Fall krass Chance gegen Donald Trump, aber der hat halt einfach noch nicht die Bekanntheit. Also der kann vielleicht einfach in, weiß ich nicht, 8 Jahren oder so nochmal. Es könnte auch die Chance sein, dass die Demokraten bewusst einen Kandidaten aufstellen, der eben doch konservativ ist. Ja, das ist ja das Ding. Genau. Und, so. Ja. Und auch hier, das habe ich ja auch im letzten Brennpunkt angesprochen, wenn diese ganze Sache nicht nur war, oh, wir sind an der Technik gescheitert, sondern man hat versucht, Bernie Sanders so ein bisschen zu sabotieren, ja, dann kann es schon sein, dass es irgendwie wieder so wird, dass er irgendwie ab. Aber ich glaube, dann diesmal gehen die Leute auf die Straße. Das lassen die nicht zu. Gerade jetzt, wo er recht gut Favorit ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich, wenn sie dann auf die Straße. Also, Mann, was ich sagen will, wenn es keine Einigung in der Demokratischen Partei gibt, dann wird Trump gewinnen. Definitiv. So. Und wenn das so passiert, dass Bernie Sanders irgendwie sabotiert wird durchs DNC und Leute auf die Straße gehen, dann sehen halt alle Leute, okay, die sind sich gar nicht einig bei den Demokraten. Na, dann machen wir halt Trump jetzt weiter. So, aber da ich Optimist bin, sage ich, nein, Tino, ich calle jetzt Bernie Sanders, wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Bite me. Es wäre so krass. Ja. Nach so vielen Jahrzehnten. Und es ist ja auch so ein Leitspruch, dass man Politiker an seinen Taten und nicht an dem, was er sagt, messen sollte. Ja? Und Bernie Sanders ist einfach konsequent seit 40 Jahren. Kann auch schlecht sein. Wenn es gibt auch so ein geiles. Ja, naja.
Er war ja der Zeit voraus. Ja, ich er weiß. Er war für Gay Rights, bevor es irgendwer war. So, bevor es überhaupt Schwule gab. Bevor es Schwule gab, hat der schon Leute an den Arsch gefasst. Nein, der Punkt ist doch einfach nur, ist ein geiler Typ. Ja, aber das erkennen die Amis halt nicht. Ja doch, eigentlich die wählen schon. Nicht schlau. Die wählen das, was gerade krass ist, was nee, cool die, ist. Die kriegen halt da Angst vor Kommunismus, was halt Quatsch ist. Der ist ein Sozialdemokrat und nicht Kommunist. Naja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall New Hampshire. Ich drücke allen die Daumen. Besonders Bernie Sanders und den anderen weniger. Wird irgendein Promi sterben die Woche? Die Woche nicht, aber dieses Jahr auf jeden Fall. Also jetzt starb vor ein paar Tagen, glaube ich, der Vater von... Ah Gott, von... Der Vater von Gott. Nee, nicht der, der ist schon lange tot, aber der Vater von irgendeinem Hollywood-Schauspieler ist gestorben, der auch ein Schauspieler war. Also es gibt so ein paar Leute, bei denen ich mir denke, Alter, der ist immer noch am Leben. Sean Connery zum Beispiel, lebt er noch? Ich glaube. Ja. So, der ist halt auch, wenn er noch lebt, ist er jetzt auch 94 oder so. Sean Connery, echt, der ist schon so alt? Ja. Da denkt man sich, alter Schwede, Moment, kurz gucken. Okay, er ist 89. Aber trotzdem, da denkt man doch, der lebt noch? Krass. Ja, oder auch umgekehrt. So, ach, der ist schon tot oder die ist schon tot. Was ist das mit der Queen? Wir haben vor einem Jahr gekauft, die Queen stirbt. Ich dachte sie auch gerade an sie. Weil die ist halt wirklich richtig alt. Ich glaube, ihr Mann stirbt dieses Jahr. Er stirbt vor ihr auf jeden Fall. Prinz Philipp. Er stirbt vor ihr. Aber sie wird noch eine Weile durchmachen. Queen Elizabeth ist 93. Ja, aber die sieht aus wie 70. Hm. So, und Prinz Philipp ist noch älter. 98. Tut mir leid, Prinz Philipp, das war dein Jahr. Der nippelt ab, ja? Ich glaube schon. Weil guck mal, der ganze Stress jetzt, ja? Die Kinder, die sich von der Familie distanzieren, unter Brexit. Der ganze Stress, der arme Prinz Philipp. Zu viel Druck, ja? Ja. Ja, die Queen hat es ja relativ kalt gelassen, aber ihn offenbar nicht so. Ja, kann sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie ihn überleben wird. Frauen haben ja auch eine höhere Lebenserwartung als Männer in der Regel, von daher. Prinz Philipp, es tut mir leid. Sie ist ja auch noch jünger als er. Und dann sind alle total zerrissen und sagen, ach, kommt, nehmt uns in den Arm. EU, nehmt uns wieder auf. Ja. Unser armer Prinz Philipp. Hm. Und so wird sein Tod nicht umsonst sein. Dann habe ich auch ein lustiges Plakat gelesen. Wenn du nicht sündest, ist Jesus Alter, wenn du nicht sündest, ist Jesus umsonst gestorben. Ist ja auch so. Fand ich sehr witzig. Ist auch tatsächlich so. Habe ich so noch nie betrachtet, aber ja. Also, sündigt, liebe Leute, sündigt. Du als Christ, so, ja, das ist schon wichtig. Da habe ich mich in meinem Glauben erschüttert gesehen. Wir müssen die Woche bewerten. Die Woche war absoluter Hammer. Wir sind aber hier bei 52, ne? Du orientierst dich zu sehr an der Uhr. Ah ja, immer an der großen Uhr. Die Woche war ein Hammer. Ja, war schön. Also, Spanien ist schön warm. 7 Punkte. Was erwartet mich eigentlich die Woche? Also, ich muss... Ich hoffe, ich verletze mich nicht. Wenn ich mich verletze, wäre es richtig uncool. Also ein Beinbruch wäre scheiße, ne? Ja, Beinbruch nicht, aber umknicken, da ist halt der Urlaub auch gelaufen. Und das passiert Beinbruch nicht. Beinbruch ist noch, ja. Beinbruch ist einfach unwahrscheinlicher. Umknicken passiert beim Skaten relativ häufig. Beinbrechen auch. Hm. Ich bin vorsichtig. Also meine Woche wird ein bisschen lame sein. Also ich glaube, ich werde wieder arbeiten. Meine Mutti hat Geburtstag. Oh, das ist wichtig. Ja. 10 von 10 diese Woche. 10 von 10. Und sonst, ja, ist gar nicht so viel bei mir los gerade. Privat. Naja, ich glaube, das im Landtag wird noch spannend. Es wird ja bundesweit diskutiert. Fall. Ja. Ob der Lindner in der Position bleibt und was Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt tut. Wenn das passiert, was du gecallt hast mit Bodo Ramelow, da wird auf jeden Fall auch bundesweit nochmal Diskussionsstoff passieren. Da werden alle sagen, Glück gehabt. Ja, alle, die deiner Meinung sind, Tino. Aber es sind nicht alle deiner Meinung. Ich glaube, die allgemeine Meinung ist, dass Rot-Rot-Grün das nicht schlecht war. Dann sagen wir halt im Osten, wird vielleicht da noch ein bisschen feuriger diskutiert. Naja, also ich glaube, die Rechten werden irgendwie reagieren. 26% AfD, ne? Überleg dir das mal. Die werden nicht sagen, oh geil, jetzt habt ihr aber, vielleicht gehen die auf die Straße demonstrieren. Als Rot-Rot-Grün an die Macht kam, gab es ja auch die Demonstration noch viel größer als die von gestern und vorgestern. Hm. Hat nichts genützt letztendlich. Aber sie haben Kommunismus. Ist es passiert? Haben wir Kommunismus jetzt? Leider nicht. Irgendwie nicht. Und ich glaube, dass wenn Ramel Bodolo jetzt wieder gewählt wird, das werden alle sagen, okay, Business as usual, jetzt geht's weiter und morgen stirbt irgendwie
Es wird die AfD stärken. Ein neues Schwein im Dorf. Es wird die AfD stärken, auf jeden Fall. Stärken oder sterben? Stärken. Nee, es war ein freudscher Verhörer von dir jetzt. Ja, nee, ich glaube auch, dass auch die Wahlergebnisse haben schon gezeigt, also die Umfragen haben gezeigt, dass die Linke und AfD stark zugenommen haben und die FDP ja, auch. Und wofür spricht das für Spaltung? Und was macht Spaltung? Nichts Gutes. Selten. Außer Atomspaltung, oder? Ja, wenn man es richtig macht. Passt. Wenn man das Volk auch richtig spaltet? Nee. Die Divide and Conquer, Alter, Tino. Das ist doch alt wie die Zeit, Mann. Teile und herrsche. Ich gebe der Woche eine 5, weil es ist neutral, weil ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt eigentlich so nihilistisch geworden die letzten Tage, dass mir alles egal ist. Von mir aus kann das auch Bernd Höcke Präsident werden, ist mir scheißegal. Ist das so? Es kann nichts mehr, weiß nicht, mich kann nichts mehr schockieren. Okay. Ja, ich fand bei dieser ganzen Sache immer ein bisschen problematisch. Das habe ich jetzt bewusst mal noch nicht im letzten Brennpunkt angesprochen, weil es da noch zu aktuell ist. Aber dass viele, gerade hier aus Weimar, halt gesagt haben, der Kämmerich, der ist doch XY, weil man den halt irgendwie kennt. Hm. Und aber gleich diese Sachen so als Fakten akzeptieren. Das finde ich dann ein bisschen problematisch. Das kann alles sein. Man erzählt sich über einen Kämmerich, dass der so ein richtiger, so ein Kapitalist, wie er im Buche steht, ist. Dass er hier, ne, dem gehört ja hier so ein Friseurding, wo die dann zum Hungerlohn arbeiten und solche Sachen. Das, so hören, sagen, bin ich halt einfach mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Wenn man, also es kann ja auch sein, dass das so ist, aber daraus gleich zu schließen, dass er all das, was er tut, jetzt nur macht, weil er so ein machtgeiler Typ ist. Ja, manchmal kommen Gerüchte ja auch nicht von ungefähr. Natürlich, das kann ja alles sein. Ich tue mich nur schwer, Gerüchte oder auch logische oder wahrscheinliche Sachen schon als Fakten zu akzeptieren. Ist richtig. Man kann damit natürlich arbeiten und darüber nachdenken, so, aber nicht sagen, der ist auf jeden Fall machtgeil und deswegen hat er das gemacht, kein anderer Grund. Ich fand es halt so komisch, dass er halt links und rechts so gleichgestellt hatte, auch jetzt so bei seiner letzten Rede. Er will weder mit links noch mit rechts arbeiten, die wären beide gefährlich. Das sehen sehr viele auch Liberale anders. Also auch die ziehen den Vergleich zur Linken und AfD nicht. Ja. Man kann sie nicht vergleichen. Es ist verfahren. Es ist einfach sehr verfahren. Wie gesagt, ist es auch. Im Chat ja auch geschrieben, linke Gewalt richtet sich halt sehr viel seltener gegen Menschenleben und mehr gegen Sachen, was natürlich auch nicht geil ist. Ne? Wie gesagt, haben auch schon tausendmal angebrannte Oma-Gerda-Autos in Hamburg oder sonst wo. Das ist wo. Auch Quatsch, ja. Finde ich dumm. Aber ja, Oma-Gerda wird halt nicht zusammengeschlagen. In der Regel nicht, nein. Außer Oma Gerda trägt ein Hakenkreuz und da teilen sich dann unsere Meinungen ein wenig. Ja, wenn Oma Gerda ein Hakenkreuz trägt, dann ist wahrscheinlich dement. aber wenn ich jetzt einen jungen Burschen sehe, so einen kleinen Nimmergroß, ja, der sich für die arische Rasse hält und ein Hakenkreuz trägt. Und warum nicht anzeigen und den Rechtsstaat seine Sache machen lassen? Warum zusammenschlagen, Tino? Weil er vor dir steht. Das ist Selbstjustiz. Ich sag's doch nur hypothetisch. Das ist die gleiche Selbstjustiz, die auch die rechte Gewalt. Wie Batman. Gewalt. Und war Batman so schlecht? Nein. So. Nein, ich sag doch nur, dieses eine Video, ja, wo der Hakenkreuz-Typ da, also eine Hakenkreuz-Armbinde trägt und dann von größeren Schwarzen steht, dann der Nazi hier halt Stopp sagt, wir können doch über alles reden. Das finde ich schon lächerlich. Und wenn dann eine Faust geflogen kommt, dann kann ich das halt verstehen. Okay, letztes Plädoyer, weil ich habe schon mehrere Reden in diese Richtungen gehalten. Hältst du es nicht, wir machen jetzt mal ein Szenario, es ist zum Beispiel in der U-Bahn oder so. Ja. Der Schwarze schlägt ihn zusammen. So, was wird passieren? Der wird sich wahrscheinlich nicht denken, oh ja, dieser gute Schwarze, der hat mich aber jetzt überzeugt. Ich sollte die Hakenkreuzbinde abnehmen. Nein, er sagt, dann mache ich mir auf den anderen Arm noch eine, weil der asoziale Schwarze hat mich verprügelt. Wenn stattdessen der Schwarze anfängt mit Buh, Buh und diese ganze U-Bahn zum Beispiel dann mit Buh, Buh macht, schon alleine das hat vielleicht mehr fruchtenden Ansatz. Das ist ein schöner Gedanke, aber man kann ja auch dann zurückfragen. Gesellschaftliche Ächtung an sich finde ich ja jetzt nicht das Schlechteste, ja. Aber denkst du, als die alten Nazis damals am Galgen hingen, dass sie auch dachten, oh, jetzt bin ich auch kein Nazi mehr? Nein, am Galgen ist was anderes. Oder wenn der Galgen in dem Fall wäre eher, wenn die Polizei sagt, sie haben ein verfassungsfeindliches Symbol in der Öffentlichkeit getragen, sie kriegen jetzt die und die Strafe. Das wäre ja in dem Fall der Galgen. Nicht die Selbstjustiz vom Schwarzen, der dich einfach umnockt. Ich versuche nur aus der Sicht dieser Leute zu argumentieren. Ich weiß. Ich kenne halt die vielen Memes, wo halt, wo man sieht, wie in den alten Indiana Jones Comics und so, wo halt Nazis zusammengeschlagen oder in den Filmen Nazis zusammengeschlagen werden, weil die halt verdammt nochmal Juden vergast haben. Und wenn ich jetzt Menschen sehe, die das wieder haben wollen, dann kann ich keinen verstehen, der sagt, den hättest du mal lieber nicht hauen sollen. Rechtsstaat, ab ins Gefängnis.
Also ich würde es nicht machen. Ich bin aber auch ziemlich klein. Aber wenn ich halt ein Bild sehe, ein GIF sehe, wie ein Nazi einen aufs Maul bekommt, dann denke ich mir nicht, ach, der arme Nazi. Dann denke ich mir, haha, muss ich dich nicht wundern. Ich würde auch eher den Hakenkreuzmann anzeigen oder sagen, hier, Anzeige ist raus. Gewalt erzeugt Gegengewalt, hat man dir das nicht erzählt? Eben, aber die Gegengewalt ist ja, dass der Neger auf den Nazi einschlägt. Das ist doch die. Die Gegengewalt kommt aber auch nach der ersten Gegengewalt wieder. Ist egal, wir müssen Schluss machen. Wenn du hart genug zuschlägst, dann ist Ruhe. Leute, auf Wiedersehen. Ich verprügel Tino jetzt noch. Und guck, ob er zurückprügelt. Tschüss. Gute Woche.